Danke fürs zahlreiche Erscheinen, trotz des guten Wetters. Ich bin Siegfried Schleusneck, ich leite die Arbeitsgruppe Computational Biology am HITS oder im Heidelberger Institut für theoretische Studien. Computational Biology dreht sich prinzipiell um, dass man Fragestellungen in der Biologie mittels rechnerischen Ansätzen bearbeitet. So, das ist recht allgemein eigentlich. So, in meinem Fall dreht es sich darum um die Entschlüsselung des Erbgutes, so das Sequenzieren des Erbgutes und die Interpretation der Daten, die durch die Maschinen, die die Sequenzierung durchführen, erzeugt werden. So, ich würde mal eine kurze Einführung geben, was das Erbgut eigentlich ist, warum es kompliziert ist, es zu sequenzieren oder es halt zu entschlüsseln und dann gewisse Anwendungen von unserer Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemacht haben oder entwickelt haben, erwähnen. So, jedes Lebewesen besitzt ein Erbgut, egal ob wir über Bakterien zu Pflanzen, zu Tieren, es ist immer dasselbe, es ist die altbekannte Doppelhelix, die die Information trägt. Der einzige Unterschied wirklich ist die Menge an Erbgut, die diese Tiere aufweisen. So, es gibt prinzipiell, wenn man mal das Ganze von recht weit oben betrachtet, zwei grundsätzliche Arten, wie man das Erbgut in einer Zelle organisieren kann. Einmal der klassische Art, liegt das zirkuläres Genom einfach vor, man hat eine große Doppelhelix, die zirkulär geschlossen ist. Diese Art der Organisation tritt meistens bei Bakterien auf, weil es durch diese einfache Form der Organisation kann man einfach mengenmäßig wenig Erbgut in der Zelle unterbringen. Das ist einfach nur ein Platzproblem. Wenn wir dann zu höheren Organismen gehen, eigentlich alles, was nicht bakteriell ist, liegt das Erbgut meistens in der Form von Chromosomen vor. Hier ist die menschlichen Chromosome mal aufgereiht. Das sind lineare Chromosome, redet man davon auch manchmal. Sprich, es ist nicht zirkulär geschlossen, es ist ein großer DNA-Strang, der, man kann sich das vorstellen, wie auf einer Spule aufgewickelt ist. Dadurch ist es viel platzsparender in der Zelle unterzubringen, was auch notwendig ist, weil ein durchschnittliches bakterielles Genom ist um mehrere Größenordnungen kleiner als das von einem höheren Lebewesen. Aber die Zelle an sich, die Größe der Zelle, einer bakteriellen Zelle und eines höheren Lebewesens hat nicht wirklich platzmäßig, ist da nicht viel Unterschied. Deshalb braucht man kompliziertere Organisationsformen. So, gut, das Erbgut, die DNA, wie es aus dem Englischen kommt, oder die DNS, die Desoxyribonukleinsäure, die altbekannte Doppelhelix, ist der Träger der Information hier. Ich habe mir hier die chemischen Strukturformeln erspart, weil das braucht man eigentlich nicht so, um zu erklären, was hier passiert. Grundsätzlich, die DNA ist aus vier verschiedenen Bauteilen konstruiert. Man hat halt Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin. Oder im Grunde genommen muss man sich nur ATCG merken. Das wird als Nukleotide bezeichnet oder auch als Basen. So, manchmal gibt es einfach mehrere Begriffe für eine und dieselbe Sache. So, die DNA ist halt eine Doppelhelix. Das heißt, das sind zwei Stränge, die sich umeinander wickeln. Und die Eigenschaft, die man sich hier einfach nur merken muss, ist, es sind komplementäre Stränge. Das heißt, wenn auf der einen Seite, auf den einen Strang, ein A ist, habe ich immer ein T auf der anderen Seite und dasselbe halt mit C und G. So sieht man, es ist immer prinzipiell eine Negativabbildung, sagen wir mal so, auf dem anderen Strang. So, das Erbgut an sich ist halt eine Serie von diesen vier Bauteilen und beinhaltet dann die Gene. Ein Gen an sich, so in der Literatur, ist so definiert etwas, das für eine Funktion in der Zelle zuständig ist. So, der normale Ablauf hier, normal hier ist so der 90%-Fall, sagen wir mal so, weil Biologie kennt mehr Ausnahmen als die Regel eigentlich. So, man hat halt Gene. Gene sind prinzipiell strukturierte Abschnitte im Erbgut, die sich über mehrere tausend Basen oder noch weiter oder kürzer erstrecken. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass das Gen, dass da eine gewisse Folge an Basen ist, die anzeigt, dass jetzt ein Gen kommt und dann weiß die Zelle, dass hier etwas ist, das eine Funktion trägt.
Dann gibt es zwei Prozesse, die dann passieren. Man nennt das Transkription und Translation, was prinzipiell heißt, das Gen wird aus dem Genom ausgelesen und dann in ein Protein übersetzt. Der Protein ist dann der eigentliche Träger der Funktion oder das ausführende Element der Funktion in der Zelle. Und ein Protein oder ein Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Das ist prinzipiell das Äquivalent zu den Nukleotiden in der DNA. Für die Biologen ist es halt interessant zu wissen, was das Erbgut ist und insbesondere, wo die Gene sind, was die Gene sind und was deren Sequenz ist. Das bildet die Grundlage für viele Experimente im Labor. Wenn man eine Sequenz hat, weiß man, zu was es ähnlich ist, das wir schon kennen. Man kann an der Sequenz herumeditieren anfangen, man kann gezielt die DNA abändern und sehen, was dann halt mit den Tierchen passiert oder mit den Zellen passiert. So, im Grunde genommen, man braucht die Sequenz des Genoms, um wirklich kontrolliert Eingriffe in die Maschinerie der Zelle durchführen zu können. So, das ist jetzt das Problem. So, hier ist das Genom mal einfach so als Farbgradient hier oben. Man kann sich jetzt einfach vorstellen, dass hier oben ein paar Millionen Basen zum Beispiel sind. Das Problem ist, man kann nicht einfach das Genom nehmen, es ist in eine Maschine stecken und es von vorne nach hinten durchlesen und dann hat man die Sequenz. Das funktioniert leider nicht. Und na, ich wäre dann auch arbeitslos, wenn das gehen würde. So, was möglich ist, ist, man kann so eine sogenannte Überabtastung machen. Man kann kleine Teilstückchen immer auslesen und die Länge der Teilstückchen ist halt abhängig davon, was die Maschine, die man benutzt, kann etc. So, man endet dann einfach mit einem Haufen an Fragmenten, die zufällig ausgewählt wurden im Genom, wo man nicht weiß, wohin die gehören, ist einfach nur ein Haufen an Daten mit kleinen Schnipseln, die man in irgendeiner Form organisieren muss und aus denen man wieder die Sequenz des Genoms ableiten muss, aus denen sie ausgelesen wurden. Das ist meine Arbeit. So, das ist ein schwieriges Problem. In der Informatik oder redet man gerne von so etwas wie Komplexitätsklassen. Das heißt prinzipiell, abhängig davon, wie groß die Datenmenge ist, die in irgendein Verfahren hineingeht, wie lange es braucht. So, man kann sich das so vorstellen, wenn Sie zum Beispiel einen Haufen an Zahlen haben und Sie wollen herausfinden, was die größte Zahl da drin ist, Sie gehen halt einmal durch und suchen das Maximum im Grunde genommen. Hier, das nennt man ein quadratisches Problem. Sprich, um herauszufinden, welche Fragmente zueinander gehören, muss man jedes mit jedem vergleichen. So, der Aufwand, um diese Daten zu verarbeiten, explodiert, abhängig davon, wie viele Daten einmal von den Maschinen produziert werden. So, wir vergleichen alle Fragmente miteinander, wir sortieren sie in irgendeiner Form, finden heraus, welche mit welchen richtig zusammengehören. Wir nennen das ein Überlappen der Fragmente. Und dann leiten wir wieder die Genomsequenz davon ab. Das hört sich recht einfach an, aber ist es halt leider nicht. Es gibt einen Haufen erschwerender Faktoren hier. Das erste ist einmal die Größe des Genoms. Das muss man sich mal vor Augen halten. So Bakterien bewegen sich in der Größenordnung von ein paar Millionen Basen. So diese Bausteinchen, die DNA bilden. Das ist noch machbar, sagen wir mal so. Wir gehen zum Menschen hoch, wir sind auf einmal bei 3 Milliarden Basen angekommen und wir können dann zu exotischen Pflanzen gehen. Das ist wirklich das Maximum, das existiert, das 150 Milliarden Basen. Das ist eine seltene Pflanze, die irgendwo in Japan wächst. Und abhängig davon, wie groß das Genom ist, explodiert einfach der Rechenaufwand, mit dem wir konfrontiert werden, um diese Daten richtig zu verarbeiten. Das nächste ist der Inhalt des Genoms. Das Genom ist nicht einfach eine Folge an eindeutigen Sequenzen. Es passieren natürlich Wiederholungen. Gewisse Funktionalität in der Zelle braucht man halt mehrfach. Dann sind mehrere Kopien desselben Gens abgelegt. Es existieren gewisse Muster, die einfach expandiert werden. Sprich, man hat eine Folge von sich wiederholenden Basen etc. Und das erschwert natürlich das Auflösen oder das Zuordnen, welche Fragmente zueinander gehören, immens. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn man ein Puzzle vor sich hat, man hat ein schönes Motiv, das macht es viel einfacher. Oder man kann zu einem anderen Extrem gehen, man hat nur weiße Teile. Und das sind keine Ansatzpunkte mehr, um die wirklich zueinander zuzuordnen.
Das nächste ist die Fehlerrate der Maschine, mit der wir konfrontiert werden. Das hängt von den Modellen ungefähr ab. Die schwankt zwischen 1% und 15%. Ein Problem in der Informatik ist, dass die Theoretiker gerne von idealen Daten ausgehen, die perfekt sind, keine Fehler haben. Wenn wir dann in die Realität gehen, viele Verfahren brechen einfach rechnerisch zusammen, weil sie nicht mit Fehlerraten klarkommen. Oder sie werden immens langsam. Und dann natürlich das Wichtigste ist die Fragmentlänge, die die Maschine uns produzieren kann. Wir schwanken hier zwischen mehreren hundert oder zehntausenden Basen. Die Fragmentlänge hängt mit der Fehlerrate zusammen, so man kann nicht beides kriegen. So man kann nicht eine niedrige Fehlerrate und super lange Fragmente kriegen, das ist leider nicht drin. So, wenn man eine kleine Fehlerrate haben will, hat man kleine Fragmente und halt umgekehrt. Wenn man die langen Fragmente kriegen will, um sich das Leben zu erleichtern bei der Rekonstruktion des Genoms, muss man halt mit einer hohen Fehlerrate klarkommen. Wir haben halt nun neue Verfahren entwickelt, um das Genom zu rekonstruieren. Wir wenden es jetzt auf zwei große Genomprojekte an, die bei uns laufen. Das eine ist der Flachwurm, das nennt man auch Planarien, oder der lateinische Name ist Schmittia mediterranea. Das Tier ist ungefähr 2 Zentimeter lang. Es lebt im Sediment im mediterranen Bereich. Das Genom ist ungefähr 800 Megabasen groß. Das heißt, es ist ungefähr ein Viertel des menschlichen Genoms. Das Problem ist einfach, es ist voll mit Wiederholungen. Dadurch wird die Rekonstruktion des Genoms enorm erschwert. Das Tier ist interessant. In der Biologie redet man gerne von sogenannten Modellorganismen. Das heißt, gewisse Tiere oder Organismen, die sehr interessante Eigenschaften haben, an denen man dann halt diese Eigenschaften studiert. Flachwürmer werden gerne in der regenerativen Medizin benutzt, weil man kann einen Wurm nehmen, ein Skalpell, kann ihn zerlegen in bis zu 100 Teilchen, dann wartet man 2 Wochen und das Tierchen hat sich regeneriert. Aus jedem dieser Fragmente ist ein neuer Wurm entstanden, es sind genetisch äquivalent und alles ist schön und gut. So, das ist eines der Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Die Idee dahinter ist immer, dass man aus den Mechanismen in diesen Tieren lernt, ob sie vielleicht auf uns übertragbar sind, wie gut sie übertragbar sind, wenn überhaupt, oder einfach mal herauszufinden, wie das funktioniert, wie es das schafft. Weil das Interessante hier daran ist eigentlich, man kann sich vorstellen, dass beim Menschen man sich den Finger abschneidet und es nachwächst. Aber hier geht es darum, dass man wirklich den Finger abschneiden würde, aus dem Finger würde eine neue Person entstehen und meiner würde sich halt dann regenerieren. So, es ist ein bisschen beeindruckender, was dieser Wurm kann. Der zweite Organismus, mit dem wir arbeiten, für den wir das Genom zurzeit rekonstruieren, ist das Axolotl. Das ist ein mexikanischer Schwanzlurch. Das gehört ein Verwandter der Salamander-Familie. Hier ist das Tier wird auch gerne benutzt in der regenerativen Medizin, weil bei den Jungtieren kann man die Gliedmaßen amputieren und die wachsen dann ohne Narbengewebe einfach nach. Das ist das höchst entwickelte Lebewesen, von dem wir wissen, dass es das machen kann. Das Problem hier ist, das Genom ist enorm groß. Das ist einfach der Rechenaufwand ist zurzeit viel zu hoch, dass wir das effizient rekonstruieren können. Wir haben sogenannte 32 Gigabasen. Das heißt, das Genom ist ungefähr 10-mal so groß wie unseres. Im Rahmen dieses Projektes arbeiten wir daran, effizientere Algorithmen zu entwickeln, um eine schnelle Rekonstruktion. Hier ist das schnell unter Anführungszeichen. Wir reden hier davon, dass diese Daten ungefähr ein halbes Jahr auf den Rechner in unserem Keller einfach vor sich hin verarbeitet werden. Ich glaube, ich höre jetzt einfach hier auf und beantworte mal Fragen, sagen wir mal so. Ich könnte eigentlich noch einen Haufen Details erzählen, aber ich denke, das ist nicht so zielführend. Ich denke, es ist einfacher, wenn ich mich mal für Fragen zur Verfügung stelle. So, danke mal für die Aufmerksamkeit und was würden Sie gerne wissen? Okay.